Hi Leute und willkommen zu einem kleinen Infovideo. Ein paar Leute haben es mitbekommen, die alles in Richtung Handy Games News sich anschauen. Für Tower of Fantasy, Tower of Fantasy Global wird irgendwann zwischen Anfang Juli und Ende September released, also drittes Quartal 2022. Und viele Leute hatten mich auch angeschrieben, während ich das Let's Play gemacht hatte im April. Wie kann man da noch reinkommen? Wie kriegt man Beta-Zugang und so weiter? Ich hatte es damals auch nur über Twitter gesehen, dass man sich registrieren konnte und habe. Können wir so 20, 30, vielleicht habe ich mich 40 Mal angemeldet, damit ich reinkomme. Kann sein. Aber das sagen wir keinem. Und ja, man kann an einer Mini-Beta teilnehmen. Die Mini-Beta ist aber eigentlich nicht für EU. Das ist das Ding hier. Hier unten ist ein schöner Link. Und wenn man darauf kommt, bekommt man hier so einen kleinen Brief von den Produzenten, dass sie gerne nochmal eine Beta abhalten würden für diese Leute, die in diesen Bereichen wohnen. Ihr seht, der EU fehlt da. Ich weiß nicht, warum. Und ich sagte Mini-Beta, weil es anscheinend nur 5 Tage sein werden und nicht wie bei der ersten, die wir gespielt haben, wo es einen Monat lang war und da die ganze Story capped war mit Level und der Level zurückgehalten wurde. Das wird wahrscheinlich dann nicht der Fall sein. Man wird wahrscheinlich die 5 Tage komplett durchspielen können. Und das Wichtigste hier natürlich, um 8 Uhr morgens, 22. Juni, UTC plus 8, rechnet euch selber um, wenn ihr es versuchen wollt, wird irgendwo auf Twitter, auf der Homepage von Tower of Fantasy, wird ein Link zu finden sein, sich da nochmal für anzumelden. Das heißt, wenn ihr auch hier in Deutschland noch mal versuchen wollt, in diese Mini-Beta reinzukommen, meldet euch mit an. Am besten, wenn ihr eine E-Mail-Adresse habt, die nicht auf DE endet. Also irgendwas mit com, eine E-Mail-Adresse, sowas habt. Falls ihr gefragt werdet, wo ihr wohnt, vielleicht schreibt ihr denn USA oder Amerika hin, wenn das irgendwie in einem Formular rein muss. Einfach nur, um sicher zu sein, dass ihr nicht aussortiert werdet, nur weil ihr schreibt, hey, ich spiele aus Germany, lass mich mal mitspielen. Auch wurde hier schon so ein bisschen bekannt begeben, was dann alles geändert wurde von der Open Beta, die wir gespielt haben, zu der nächsten, die jetzt kommt. Also, ich habe es mir durchgelesen, ein paar sehr, sehr geile Verbesserungen. Ein paar so, ja, kann man machen, hätte man nicht machen müssen. Aber overall eigentlich sehr, sehr gute Verbesserung. Und ich hätte auch wirklich gern, dass jeder das Ding spielen kann. Problem ist natürlich Maximum Player Limit. Es ist wieder wie beim ersten Test. Das heißt, wenn sich 5000 Leute angemeldet haben um 8 Uhr morgens, ist vorbei. Dann wird die Registrierung zugemacht, der Link wird entfernt und die Leute bekommen dann per E-Mail den Download-Link zum Launcher, wenn sie sich für die PC-Sachen beworben haben. Ansonsten natürlich einfach bei Android Google Store da im App Store einfach runterladen. Wird dann wahrscheinlich extra mit Beta ausgezeichnet, dann da stehen und dann sich halt mit dem Passwort, Register, Schlüssel, den man per E-Mail bekommen hat, da eintragen. Ich werde es wahrscheinlich nicht nochmal versuchen, mich anzumelden, aber jeder, der so ein bisschen an den Videos Spaß hatte von mir, der auch bei anderen Leuten ein bisschen Gameplay da gesehen hat, der es gerne mal testen möchte, sollte es vielleicht nochmal versuchen. Und ja, wie gesagt, ne? 22. Juni, 8 Uhr morgens, irgendwie so,
UTC plus 8. Also bei uns wahrscheinlich dann irgendwie, was bei denen denn morgens ist, ist bei uns abends oder so. Hauptsache, ihr schafft es unter die ersten paar Tausend zu kommen, die sich über den Beta-Link registrieren. Und dann natürlich könnt ihr mir gern schreiben, wie ihr die Beta gefunden habt, wenn ihr es reingeschafft habt. Und ob es vielleicht schon Änderungen beim Voice Acting gegeben hat, denn das war ja praktisch nicht vorhanden in der Beta, die wir gespielt haben. Und da hätte ich schon doch sehr gerne gewusst, ob sie da jetzt komplett Voice Acting auf Englisch mit allen Charakteren, mit denen man spricht, für irgendwelche Story-Sachen, da denn Voice Acting reingebracht haben oder nicht. Ja, und das war ein kleines Infovideo dazu. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ciao, Leute.